Na gut, also, wir sind jetzt, wie gesagt, genug Leute und spielen eine Runde gegen Beth. Los geht's. 22 Jahre alt, ich habe das schon mal angestellt hier. Wir sind erstmal schwarz, das wird natürlich dann nicht einfacher. Und sie eröffnet mit E4. Kurze Info vorab, ihr seht das hier unterm Brett. Wir haben Black Friday Woche bei Chessamy. Und da gibt es gerade alles rabattiert. 25%. Hier seht ihr es. Black und White Friday Woche. 25%, mein Gott. Zu viel Guaraná Saft. 25% Rabatt auf alle Kurse und Bundles bis zum Ende der Woche. Also, wenn ihr schon immer mit dem Gedanken gespielt habt, euch mal einzudecken hier bei uns im Öffnungs- oder Mittelspielshop, da seht ihr die ganzen guten Sachen. Dann ist jetzt der Moment für euch. Dann solltet ihr jetzt zugreifen. Und zusätzlich, also ihr könnt sogar zwei Rabatte hier geltend machen. Die beiden Kurse hier sind, beziehungsweise die drei Kurse, auch Jaros Öffnungsenzyklopädie mit erstens E4, ist gerade runtergesetzt. Und meine beiden Schwarzrepertoire gegen E4 Kurse, Funky Fidido und Frecher Franzose, sind ebenfalls runtergesetzt um 5 Euro und dann nochmal 25% drauf, also quasi geschenkt. Und apropos Frecher Franzose, das spielen wir jetzt auch. Bam, E6. Das habe ich gegen Beth schon mal gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Jetzt ist sie ein bisschen älter, ein bisschen weiser, ein bisschen besser. Allerdings E5 sehe ich hier sehr, sehr gerne die Vorstoßvariante, denn, und deswegen habe ich jetzt Französisch auch gespielt, eine geschlossene Stellung ist gegen eine Engine und das ist Beth, ja, in diesem Fall leider. Immer eine gute Wahl. Das hat zum Beispiel, ja, das haben sämtliche Menschen in der Vergangenheit versucht auszunutzen in Duellen gegen Maschinen. Es gab ja nicht nur dieses berühmte Match zwischen Kasparov und Deep Blue, sondern ganz viele andere Großmeister wurden auch schon gepaart gegen andere Computer. Und ja, die haben häufig diese Strategie adoptiert. Geschlossene Stellungen zu spielen, das mache ich hier auch. Und gerade der Vorstoßfranzose ist relativ entspannt für Schwarz. Gut, also 25% Rabatt auf alle Kurse während Black Friday Woche haben wir eingeloggt und jetzt machen wir Beth platt. Ich zeige euch nochmal schnell, was ist denn die Idee von meinem Französisch? Ich spiele hier gegen diese beiden Hauptzüge. Springer D2 und Springer C3, oder ich empfehle das, Springer C6, ich hätte das auch jetzt gleich gespielt, um diesen Bauern D4 sofort anzugreifen. Dann entstehen ganz interessante Stellungsbilder, die mir persönlich sehr, sehr gut zusagen. Und ich glaube, der Zug Springer C6 ist auch ein bisschen unterschätzt. Auch auf meinem Niveau, aber vor allem auf Feinspielerniveau, kann man seine Gegner da sehr, sehr gut auf dem falschen Fuß erwischen. Natürlich nach E5 macht der Zug keinen Sinn, denn das würde jetzt unnötig den Bauern auf C7 verstellen. Vielen Dank, Zooland Gamer, fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Und deswegen spielen wir hier C5. Ah, na gut, ich kann das nicht so richtig zeigen, ne? Sagen wir Springer C3, Springer C6, dann der Zug E5. Das ermöglicht dann Schwarz sofort mit F6 zu hebeln. Zum Beispiel ganz häufig habe ich schon Partien so gewonnen. F4 nimmt, Dame H4, bam, Bauer auf D4 weg. Um nur eine von ganz vielen hinterhältigen Gemeinheiten zu zeigen, die Schwarz hier parat hält. So, jetzt aber weiter mit Beth. C5, C3 ist hier der Hauptzug. Früher hat man auch mit so Sachen wie Läufer D3 und Dame G4 herum experimentiert. Aber das funktioniert alles nicht. Weiß muss schon diese zentrale Bauernkette stützen. Und jetzt ist mein Leib- und Magenzug Springer GE7. Das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, im Stream. Gott, Beth. Beth! Was drehst du denn so früh schon durch mit B4? So, das ist natürlich ein komischer Zug, aber sie hat halt kein Öffnungsbuch, glaube ich. Sie spielt von Anfang an selbst und greift nicht auf irgendwelche Öffnungstheorie zurück. Der Zug Springer GE7, den hat mir Großmeister Igor Gleck seinerzeit beigebracht, im zarten Alter von, ich weiß nicht, wie alt ich da war, so 11 vielleicht, hat er mir das beigebracht, hatten wir mehrere Trainings zu diesem System und das hat mir echt gut gefallen. Nummer 12 der Welt seinerzeit, Igor Gleck. 2,670. Inzwischen 200 Punkte weniger. Aber trotzdem ein guter Spieler. Ja, also die Idee ist hier nach F5 zu kommen, sich mit der Basis der weißen Bauernkette zu verbinden. Dadurch, dass Schwarze jederzeit schlagen kann, ist das hier die Basis der Bauernkette, der Bauer auf D4 und das ist die Spitze. Und wir versuchen dann Druck gegen die Basis zu machen mit diesem Manöver. Zack, zack.
Und häufig entstehen dann solche Strukturen nach Läufer D3, dass man hier schlägt, Springer F5 spielt und dann sich einen Doppelbauern einhandeln lässt, allerdings dafür das Läuferpaar bekommt und das Feld E6 ebenfalls für seinen Läufer. Super Strukturen, habe ich schon so viele Punkte mit gewonnen. Die Weißspieler kennen das einfach nicht und das ist auch objektiv, glaube ich, gut für Weiß, für Schwarz natürlich. B4 ist jetzt einfach ein Bauernopfer und das werde ich gleich annehmen. So. Social, genau. Social war es. Danke, Akif. Social war nämlich der Nightbot-Command, den ich gesucht habe. Ganz genau. Philidor ist auch gut. Erstens D6. Ja, da habe ich auch so eine Funky-Variante rausgesucht, die die meisten Weißspieler nicht kennen. Die kann man sehr schön überraschen. Mit dem Funky Philidor. Und, ja, Ausrufezeichen. Nee, dafür gibt es keine Commands, wenn ihr das versucht. Das ist noch commandfrei, wird aber hoffentlich demnächst, vor allem zum Beispiel schwungvolles Skandinavisch, das spiele ich ja auch so häufig im Stream, dass wir da auch einen Command brauchen mit einem Link. Ja, man kann jetzt nicht alles mit Ausrufezeichen schreiben. Dann kommt was raus. Ja. Selbst Belavo hat mit ihr Probleme. Dann ist es ja nur verständlich, dass ich das auch tue. Watrix NC. Wie viele Jahre hast du Schach gespielt? Gute Frage. Relativ lange. Länger als andere. Bin ja auch nicht der talentiertesten einer, bekannterweise. Ja, ich habe es mit 5 gelernt und bin bis 27 Großmeister geworden. Also 22 Jahre, knapp 22. Also ich war gerade, oder? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas in Umdreh. 25. Was habe ich gesagt? 22 Jahre, genau. 22. Um Gottes Willen. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. 22 Jahre. Aber wenn man ein bisschen mehr an seinem Schach arbeitet und ein bisschen talentierter ist, geht es auch schneller. Mein schöner Kaffee, meine schöne Tastatur. Moment, ich muss hier mal eben den Super-GAU verhindern. Das wird später ein YouTube-Ausschnitt und die Leute werden dann auch sehen, wie ich hier meinen Kaffee umschmeiße, obwohl sie eigentlich gekommen sind für Beth Harmon. Aber was soll ich machen? Die Tastatur war teuer. Das ist so eine ganz leise Drucktastatur. Extra für den Stream. Hört ihr das? Habt ihr gesehen? Es tröpfelt noch. Eieiei. Ist alles da reingelaufen. Meine schöne Unterlage. Ich habe so eine Weltkarte. Ich glaube, die hat die beste Zeit auch schon hinter sich. Da hat Europa jetzt relativ viele Flecken bekommen. Mann, Mann, Mann. Sekunde, Leute, ich hab's gleich. Wenn es Wasser gewesen wäre. Wisst ihr, und deswegen ist Wasser einfach das Beste, was man trinken kann. Es ist nicht nur das Gesündeste, sondern es ist auch relativ schüttfreundlich. Also wenn man es mal verschüttet, hat man nachher nicht so einen Riesenstress. Oh Mann. Tastaturen sollen ja so mit das Versifteste sein, was es überhaupt gibt. Die sollen mehr Bakterien haben als so ein herkömmlicher Klositz. Ja, ein guter Tipp, Chess, 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 Chess. Na, sowas würde ich nie machen, Stream abbrechen. Ja, sorry, auch Leute, die jetzt beim YouTube irgendwie den Ausschnitt sich angucken. Es lohnt sich. Hoffentlich. Ich weiß noch nicht. Wow, es tröpfelt immer noch daraus. Seht ihr das? Wie viel Kaffee kann in einer Tastatur Platz nehmen? Das gibt's doch gar nicht. Aber man soll ja Tastaturen in der Spülmaschine auch spülen können. Nicht vergessen, vorher die Batterien rauszunehmen und dann irgendwie trocknen lassen. Das soll wohl geben. Ja, genau, im Föhn, das ist auch eine gute Idee. So, wie viele Zuschauer haben wir schon verloren? Oh, geht noch, geht noch. Ist noch im Rahmen. Herausschneiden ja, machen wir nicht. First Take. First Take. Marvin, warum schreibst du so etwas Gemeines?
Okay, so, ich glaube, die kann jetzt mal trocknen, das wird schon passen. So ein bisschen Kaffeegeruch ist ja auch nicht so schlecht. Kaffee riecht ja durchaus angenehm. Also, wenn es nicht gerade aus dem Mund kommt, aber sonst so gibt es ja zum Beispiel auch Kühlschrank-Deo mit Kaffeegeschmack, habe ich schon mal gesehen. Okay, B4 ist jetzt einfach ein Einsteller und ich werde den Bauern schlagen oder auf D4 schlagen. Das ist vielleicht sogar noch cleverer, weil wenn ich hier schlage auf B4, dann muss Beth gar nicht sofort zurücknehmen, sondern könnte warten, bis ich schlage und seinen Schrägstrich ihren Springer herausbekommen. Allerdings, wenn ich hier schlage, dann sollte sie das nicht zulassen. Oh Moment, sie hat ein B5. Was erzähle ich denn? Sie hat B5, das ist natürlich dann schlecht. Ja, ansonsten wäre das besser gewesen, weil auch Springer D4 nicht klappt. Aber sie hat B5 als Zwischenzug und verliert dann kein Material. Also nehme ich den jetzt einfach und nenne den Meerbauern meinen eigen. Und den kann ich auch mopsen, den Dame A4 mit diesem bekannten Doppelangriff. Ist nicht weiter schlimm, denn ich kann einen der Springer nach C6 beordern. Okay. Springer C3. So, dann mache ich mal den Kaffee leer, weil dann kann auch kein Unheil mehr passieren. So, und jetzt schauen wir mal weiter. Was wäre hier ein guter Zug? Okay, also das sollte ich vielleicht nicht machen. Dann kommt A3. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass die Zeit gekommen ist, zurückzugehen, wobei Springer F5 sieht natürlich nicht verkehrt aus. Kommt halt Läufer D3. Wie machen wir es am besten hier? Wie machen wir es am souveränsten? Vielleicht erstmal Läufer D7. Und dann einen Turm nach C8 stellen. Das sieht doch nicht verkehrt aus. Muss dann auch mal mit sowas rechnen. Dame A5, vielleicht auch eine Option. Droht das was? Springer schlägt A2, droht das. Okay, aber dann spielt sie Läufer D2 womöglich. Also dieser B-Bauer, der ist manchmal auch ganz nützlich für Gegenspielen. Natürlich ist es keinen vollen Bauernwert, aber zumindest ist die Sache jetzt noch nicht so einfach. Ja, wie baue ich mich hier auf? Diese Varianten sind jetzt ein bisschen gefährlicher, wenn die B-Linie offen ist. Ja, auch Zug für Zug funktioniert es wahrscheinlich nicht so gut. Wie baue ich mich hier auf? Das ist jetzt eine wichtige Stelle, habe ich das Gefühl. Ja, ausrasten ist nicht so meins. Ja, man muss ein bisschen Kante zeigen, ne, in den Streams. Nee, nee, das machen wir nicht. Wir bleiben immer cool, selbst wenn wir becheatet werden. Wir bleiben immer cool hier. Ja, beschwör's nicht, Watrix. Ich bin ganz vorsichtig besser. Wie so ein kleiner Waschbär. So, ich drücke mich vor einer Entscheidung hier. Aber wisst ihr was? Wir spielen Läufer D7 jetzt. Ja, das gefällt mir auch nicht, wegen Turm B1. Ist gar nicht so einfach. Vielleicht ist B4 der neue coole Zug. Ist nicht so einfach, wie ich gehofft hatte. Na gut, wie schlecht kann Springer F5 schon sein? Die Idee ist, nach G4 Springer H4 zu haben. Okay, Turm B1. Ja, jetzt spiele ich Springer C6, glaube ich. Dann kann sie Läufer D3 gar nicht mehr spielen. So, und jetzt hat sie den Moment verpennt, kann sie nicht mehr Läufer D3 spielen. Ja, das tut mir nicht weiter weh. Denn ich muss jetzt auch nicht Läufer D7 spielen. Was macht sie eigentlich nach A6? So, ich muss hier immer zwei Sachen mir überlegen. Was ist objektiv gut und was ist gut gegen eine Engine? Je mehr Figuren natürlich vom Brett verschwinden, desto besser. Allerdings unter ansonsten gleichbleibenden Umständen sollte mir nicht so viele Nachteile dann einhandeln. Okay, A6, dann könnte sie schlagen und versuchen, sich dieses Feld zu sichern und gegen diesen schlechten Läufer zu spielen. Ja, ich glaube, ich spiele einfach den und als Idee könnte ich später dieses Feld dann versuchen einzunehmen.
Okay, jetzt könnte ich auch mit Läufer E7 und der kurzen Rochade mich zu Ende entwickeln. Läufer E7. H4 wird dann ein bisschen gefährlicher regelmäßig. Also G4, sorry, G4. G4 läuft immer in Springer H4 rein und solange die Dame hier schlagen kann, ist alles tutti. Auch Läufer G5 funktioniert hier nicht wegen dem Schach auf F3. Aber in so einer Situation müsste der Läufer nach H4 und das ist ein bisschen gefährlicher. Manchmal kann Weiß dann sogar den Läufer mit G5, Dame G4 fangen. Hier nicht, aber irgendwann später vielleicht, wenn meine Dame nicht mehr auf der Diagonale wacht. Okay, meine Alternative ist hier Springer A5 zu spielen und dann diesen positionell erstrebenswerten Tausch der weißfeldrigen Läufer anzustreben. Ich denke, sie wird dann einfach zurückgehen. Und ausnutzen, dass ich dann ja nicht mehr mit dem Springer auf D4 draufstehe. Deswegen spiele ich jetzt einfach Läufer E7. Wir entwickeln uns einfach ganz gesund weiter. Ich sehe jetzt keine großen Probleme. Aha, außer dass sie jetzt den spielt, weil B7 hängt. Außerdem ist das ein bisschen blöd, dass sie Dame G4 hat. Ach, diese Beth. Und es droht jetzt auch unter Umständen so etwas. Nimmt, nimmt, nimmt Dame G4. Unschön. Der droht auch ein bisschen. Ich könnte rochieren und einen Bauern opfern, entweder den B7 oder den D5. Stände dann, glaube ich, jeweils nicht so schlecht. Aber reicht mir das? Ich sehe keine Möglichkeit, beide Bauern zu decken, außer Läufer C8, aber das kommt nicht weiter in Frage. Sowas spielen wir nicht. Namen Konsti. Kommst gerade richtig. Ich mach Bett platt. Beth platt. Bett plaff. Nur irgendwie nicht so richtig. Tja, was fällt uns hier noch Schlaues ein? Springer B4 ist vielleicht eine Option. Kommt dann bei A3. Und dann muss ich doch wieder diesen Bauern loslassen. Und diesen auch. Hat nicht so viel gebracht dann. Ja, ich glaube, ich mache jetzt echt hier den Sicherheitszug. Kurze Rochade ist bestimmt nicht der beste. Aber soweit ich das sehe, stehe ich dann zumindest ordentlich. Machen wir das jetzt mal. Okay, jetzt kriegt sie meinen Läufer. Aber mein weißfeldriger Läufer wird jetzt sehr stark. Also meine Idee war Läufer E6, Springer schlägt E7. Und dann entweder Dame schlägt E7, um diesen Bauern zu decken. Und nach D5. Nach D5 habe ich ein Problem. Ich kann dann natürlich Turm D8 spielen und den Figurenverlust vermeiden, aber dann kommt D6. Deswegen vielleicht doch lieber mit Springer schlagen. Und wenn sie hier nimmt, dann kann ich tatsächlich diesen Bauern mir einverleiben. Ah, dann kommt Läufer A3. Ugh. Unschön. Also ich muss irgendwie die weißen Felder für mich beanspruchen. Zack, zack, zack. Ich könnte natürlich noch einen Bauern opfern. Und gar nicht erst auf A3 schlagen. Aber der Turm, der ist dann schon nervig. Man könnte ihn natürlich mit Läufer D5 rauskicken. Kommt über Turm B2 und sie deckt den Bauern. Auch da habe ich mit Sicherheit gute Kompensation. Aber halt einen Bauern weniger. Nochmal diese Variante. Zack, 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 D5. Ja, da gibt es nicht viel zu rechnen. Das ist einfach nicht gut. Zack, 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 zack. Läufer A2, Läufer A3 wird weiß zu aktiv. Das kann ich nicht machen. Turm E8 geht dann zwar noch, aber das ist unattraktiv. Zack, 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 zack. Könnte sowas wie Springer C6, kommt Läufer A3. Mal dieses Läufer A3. Also ich müsste den Turm dann rauskicken mit Läufer D5. Turm B2 sieht für mich sehr logisch aus. So, und dann gibt es auch kein Läufer A3 mehr. Ich stehe recht aktiv. Ich könnte auch auf F3 schlagen, aber das möchte ich nicht. Turm B8 könnte ich dann spielen.
Springer C6. Der Läufer auf D5 ist natürlich dann ein Monster. Ja, das Problem ist, entweder fällt der Bauer oder sie kommt zu D5. Ich will das nicht erlauben. Wisst ihr vielleicht was Schlaues? Schachgrani, so wie Pluto sagt, du bist ein Ehremann. Guter Mann. Königsgambit und skandinavisch. Ja, du bist dann wohl auch ein Fan von Patzel. Patrick Selbel. Das sind ja beide Kurse von ihm. Achso, ja. Also Sledgehammer. Springer FD4 vorhin, das war, wie gesagt, nicht so ergiebig. Das Problem ist, wo war's? Problem ist, dass sie halt schlägt, schlägt und dann Turm schlägt B7 hat, aber auch Dame G4, was mir vor allem nicht gefällt. Ja, und dann bekommt sie den G7. Das ist eigentlich nicht praktikabel. Da läuft so einiges. Okay, ja, ich spiele jetzt mal Läufer E6, ich sehe. Wobei Läufer C8 ist vielleicht sogar eine Option. Ist das eine Option? Kann man so Schach spielen? Das gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. So, nimmt, nimmt. Läufer A3. Und sie kommt doch. Na, wir setzen jetzt wirklich alles auf Figurenaktivität. Oh, den spielt sie. Wow. Okay. Auf Figurenaktivität und nicht Material. Das wird jetzt eine Lektion gegen Materialismus. Springer F4. Droht natürlich jetzt D5. Ich könnte auf A2 schlagen. Dann kommt Turm schlägt B7. Ich würde den Turm so gerne dann loswerden. Das ist nicht so einfach. Die Alternative ist Springer B4. Auch das hat Probleme. Ja, sie könnte zum Beispiel einfach schlagen, A3 spielen, B7 nehmen. Da habe ich vielleicht nicht so die Mordskompensation. Ein bisschen Kompensation. Aber nicht die Mordskompensation. Ja, Springer F4 ist kein schlechter Zug. Ich kann diesen Läufer wahrscheinlich nicht behalten. Okay, nochmal diese Variante. Dame C8. Sagen wir Turm B2. Hängt der Läufer. Läufer C4. Turm E1. Oh, ich krieg da keine Figurenkoordination rein. Dann wirklich lieber Springer B4. Problem ist halt A3, früher oder später. Gut, ich habe da Kompensation. Machen wir das mal. Ich möchte wirklich keine passiven Figuren in dieser Partie haben. Läufer A3. Schauen wir mal Springer B4. War mit Sicherheit nicht genau gespielt. Gut, Läufer D2 wahrscheinlich auch nicht. Wobei, wer weiß. Okay. Ja, das möchte ich jetzt auch nicht mit dem Springer mich da verlaufen. Der hängt. Der soll nach D5. Ja, vielleicht ist Läufer D2 sogar clever. Ja, Läufer D2 ist wahrscheinlich sogar viel cleverer, als den A-Bauern zu ziehen. Ich könnte A5 spielen, A3 provozieren, bringt mir das was? Dann wäre der Bauer da ein bisschen schwach, oder? Sie könnte allerdings schlagen und D5 folgen lassen. Oh Mann, die ist zu gut. Die ist zu gut. Na gut, was willst du machen? Ist vielleicht aber noch okay. Nach Turm B7 kann ich auf F4 schlagen und dann auf A2 schlagen. Aha, so macht sie es. Ja, das ist natürlich clever. Clevere Beth. Okay, wir haben hier Kompensation. Wir haben zwar einen Bauern weniger, aber das ist ein rückständiger Bauer. Unser Springer ist viel besser und auch unser Läufer ist besser. Wobei so schlecht ist der Läufer nicht. Der hat schon auch ein paar freie Diagonalen. Aber zumindest steht der Läufer auf der gleichen Felderfarbe wie die Bauern, beziehungsweise andersrum.
Ja, Peter, verprügelt. Danach sieht es noch nicht aus. Aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Okay, der Turm ist natürlich ein Aktivposten. Der muss da weg. Dame C8, Dame B3. Ich würde gerne meinen Läufer nach B6 überführen. Vielleicht ist das eine Idee. Dame C8, Dame B3, Läufer D8. Das sieht doch ganz interessant aus. Muss ein bisschen aufpassen auf diesen Bauern, der ist schwach. Springer G5 und Konsorten. Ich glaube, Dame C8 gefällt mir. Dame B3, Läufer D8. Dame B1. Okay, auch Läufer B8. Turm C1. Autschi! Oh Mann. Oh, es ist so frustrierend, gegen Computer zu spielen. Die sind immer einen Schritt weiter. Die sind dir immer einen Schritt voraus. Daran erkennt man auch, dass man gegen Cheater spielt. Ich klopfe noch ein bisschen die Tastatur aus. Ich spiele gegen Cheater. Best cheated mit einer Engine. Gut, es ist in diesem Fall aber zugegebenerweise auch nicht besonders schwierig, mir einen Schritt voraus zu sein. Okay, ich stehe inzwischen ziemlich schlecht, wird mir gerade klar. Hier weglaufen und sowas wäre mein Traum. Verliere halt ein bisschen die Lust an der Partie, sobald ich merke, dass ich schlecht stehe. Na, machen wir den mal. Jetzt den. Problem ist auch, sobald der Läufer auf B6 steht, kann sie ihn vielleicht mit Läufer A5 irgendwie abtauschen, aber ist jetzt auch nichts Besseres. Dame B3. Okay, dann stellen wir ihn doch mal hier hin. Spricht da was gegen? Uch, jetzt wird es hier konkret. Aber was will sie eigentlich genau? H6? Kann sie hier schlagen? Ich sehe nicht warum. Wo ist das Problem, Beth? Außerdem hängt auch der Bauer. So wird's gemacht, Pluto. Clickbait. Kann auch sein, dass Beth sich den frechen Franzosen schon aus der Nähe angeschaut hat. Taktisch gegen Computer, Bellavo. Du gibst mir gute Tipps. Gut, der Bauer auf D4, der ist jetzt nicht. Ja, unwichtig ist der auch nicht. Was will die? Achso, Dame H3, ist das eine Idee? Dann H6. Dame G3 vielleicht, hier. Das könnte ein Problem sein. Vielleicht ist Beth so programmiert, dass sie ungenau spielt, aber auch gegnerische Fehler erzwingt, so wie Carlsen. Oder sie will wirklich Springer H3 hier spielen. Und meinen Springer abtauschen. Und dann G5, habe ich gerade gelesen. Das kann ich natürlich machen. G5. Beim besten Willen nicht. Gut, Dame G6 halt auch noch so ein Zug. Den ich hier erwägen würde. Okay, nochmal konkret. Konkret ist immer schwierig gegen eine Engine, aber. Probieren wir es. Oh, Moment. Die. Nee? Nee? Nee, ich dachte, vielleicht ist das eine Idee, weil der Springer gefesselt ist und dann hätte ich Probleme auf der siebten Reihe. Aber er kann schon schlagen und die Dame dann decken. Die Läufer schlägt D4. Bei dem Zug ist mir nicht wohl. Da ist mir meine Stellung viel zu lose, viel zu wackelig. Dame H3, H6. Springer F3 und ja, sowas könnte sein. Zack, zack, zack. Da muss ich mit dem Läufer zurück und dann knallt es hier. Vielleicht wirklich Dame G6. Obwohl die Dame hier auf der Diagonale auch ein paar Felder kontrolliert. Dame G6. Wie gesagt, H6, Springer H3. Dann
kann ich Springer F4 nicht so recht verhindern. Wenn ich dann hier schlage, kommt auch Dame G3. Deswegen stelle ich mich hier einfach schon mal hin. Oh, dann kommt Turm C6. Oh. Na gut, dann spiele ich halt Turm E8. Ne, Moment, geht ja gar nicht. Dann schlägt sie. Was machst du mit mir, Beth? Schlaflose Nächte, weil ich dich bingen musste. Und jetzt, weil ich gegen dich nicht ankomme. Weiß das einer von euch zufällig? Hat schon mal ein Streamer Beth geschlagen? Also nicht, dass ich hier gegen Windmühlen kämpfe. Ganz aussichtsloser Kampf. Turm C8, ja. Turm C8 ist eine Idee, Sledge. Turm C8, ja. Droht diesen Turm gefangen zu nehmen, ne? Sagen wir mal Dame G3. Das Problem gegen G7 ist schon recht konkret. Aber okay, vielleicht kann ich dann einmal tauschen und dann Dame G6 spielen. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier euren Zug, weil wenn es nicht klappt, kann ich es auf euch schieben. Turm B1. Ach, guck mal. Also das kann es jetzt nicht sein. Turm B1. Wir hätten Dame C6. Dann wäre die Qualität weg, oder? Was ist das, Turm B1? Aber dann kann ich am Ende nicht sagen, wenn wir gewinnen, dann kann ich nicht sagen, dass ich es alleine geschafft habe, sondern Großmeister und Sledgehammer schlagen Beth. Ja, wisst ihr das, ob ein anderer Streamer sie mal geschlagen hat? Dame C6 ist so verlockend. Könnt ihr auch hier schlagen, wie gesagt. H6. Aber Dame C6 ist jetzt der heiße Zug. Ich sehe auch nichts außer Turm schlägt B6. Turm schlägt B6 könnte ich sogar versuchen, die Damen zu tauschen. Wird sie, wenn sie clever ist. Nee, Quatsch, das sollte ich nicht machen, dann fällt E6. Nehme ich halt mit dem Bauern. Dann ist nicht nur der Turm weg, sondern auch ihre aktivste Figur. Übersehe ich was? Ja, den habe ich schon auf dem Schirm gehabt, aber nicht das Problem gesehen. Ich kann mir jetzt sogar aussuchen, was ich schlage, oder? Also hier gewinnen wir, ja, wir gewinnen in beiden Fällen eine Figur. Die Frage ist, wo ist die bessere Version? Ja, ich sehe kein Problem. Ich kann mit dem Turm, auch mit dem König. Wobei, wenn ich mit dem König schlage, kommt hier ein Doppelangriff. Das kann ich noch verteidigen, aber lass mal gucken. So würde der aktive Turm überleben. Aber vielleicht ist der Turm sowieso ein bisschen problematisch inzwischen. Ja, wie macht sie es denn dann? Dame C6 droht er dann wieder. Müsste sie sowas wie Dame B5 oder Dame A4 spielen? Aber dann freue ich mich, dass ich die Damen tauschen kann. Wahrscheinlich. Achso, vielleicht Dame G3 erstmal. Gut, zur Not habe ich Turm F7 und kann den Turm dann abtauschen. Hier stehe ich natürlich erstmal in der Fesselung drin. Ja, mir gefällt Dame E6 tatsächlich besser. Obwohl das Credo ja eigentlich war, möglichst viele Figuren zu tauschen. Turm E7 ist auch kein Zug. Sonst kann sie den Druck gegen den Springer nicht erhöhen. Probieren wir es. A4, A5. Ja, vielleicht. So, und jetzt nicht das Matt einstellen, sondern G6 sollte ich nicht machen. Dann kann sie mindestens mit Dame A4 wieder Turm F7 erzwingen und ich hätte mich schwarz für den Richter geschwächt. Dame G6, Dame B3. Jetzt will ich natürlich gewinnen mit der Mehrfigur. Ja gut, spielen wir den. Spielen wir, ne?
Turm C7 ist das irgendwie besser? Nö, weiß ich nicht. Nehmen wir mit der Dame wieder, ne? König. Ja, könnte man vielleicht auch machen. Sehe ich aber keine Notwendigkeit zu. Ja, jetzt haben wir eine glatte Figur gegen zwei Bauern natürlich, aber eine Figur mehr und jetzt kein direktes Gegenspiel zu befürchten. Vielleicht sollte ich hier F4 spielen, um F3 zu drohen und wenn sie F3 spielt, dann schwächt sie ihren König. Ja, ich glaube, die Stellung müsste schon ziemlich gut sein jetzt. So ein brillantes Manöver, oder? Nein, das war natürlich Sledge. 95% an diesem Sieg würden Sledge zustehen, wenn er denn zustande kommt. Danke, Thompson, Tobi. Thompson, Tobi. Bist du eigentlich schon Follower und Abonnent? Tobi Thompson. Okay, ja, Dame E6 kann man natürlich auch machen, aber der ist für mich nicht zweckmäßig genug. Also dann würde ich schon versuchen, hier ein bisschen mehr rauszuholen. Auch ein Vorteil von F4 wäre, dass Dame G6 die Damen zu tauschen droht. Und wenn die vom Brett sind und ich kann mit dem König hier meine weißfarbige Blockade nochmal unterstützen, das gewinne ich dann. F4, Dame E4 vielleicht. Dame E4. Vielleicht sogar F3 ist eine Option dann. E6, Dame G6. Ja, Dame E4 sieht schon nach dem besten Zug aus. Ja, das glaube ich nicht. Dame E4. Gut, ich könnte sogar Turm D8 dann spielen, damit meine Dame wieder mobil wird. Ja, warum eigentlich nicht? F4 sieht echt gut aus. Das macht auch die Läuferdiagonale zu. Der Springer bewacht den Bauern. Ich glaube, mir gefällt der Zug. Probieren wir es. Turm B5. Okay. Ja, sie hat es auf meinen Springer abgesehen. Das ist natürlich meine zentrale Figur hier, die den Laden zusammenhält. Ja, mein erster Impuls ist Turm D8. Gleich mal überdecken. Dann wieder irgendwie auf 3 drohen. Positionell. Da B3. Ja, vielleicht wirklich F3. Schwimmer Turm D8. Schön prophylaktisch. C-Linie ist nicht so schlecht, aber ich glaube die D-Linie auch nicht. Weil ultimativ haben wir da auch Blick auf D4. Okay, ich glaube, ich lasse sie lieber schlagen, dann bleibt der Laden da dicht. Wenn ich jetzt noch die Damen tauschen könnte, wenn wir das hier alles vom Brett nehmen, dann gewinne ich das locker. Damentausch, Leute, Damentausch. Ja, natürlich will Weiß meine weißfällige Blockade irgendwie stürzen und dann im Idealfall auch die Bauern mal nach vorne laufen lassen, aber das lassen wir natürlich nicht zu. Die Dame G6, Dame B3, das scheint nicht so recht weiter zu gehen, aber ich überlege hier ernsthaft an F3. Wirklich alles auf dieses Endspiel zu setzen. Also es ist ein Bauernopfer. Mehr oder weniger. Sagen wir mal, sie schlägt. Schlägt. Muss sie sogar auf Springer F4 aufpassen. Das wird sie wahrscheinlich nicht machen. Aber Dame G6 ist mein anderes Out. Zack. Also zack, zack. So, und dann laufe ich einfach mit dem König ran nach E6. Und alle weißen Bauern sind schwach. F3. Leute, ich glaube, das wird was. Wenn ich nicht gerade E6 oder sowas einstelle. Ich glaube, wir packen sie. Jetzt packen wir sie. Wir werden die Ersten sein. F3. Ein genialer Moment. G3. Das war's schon mit der Genialität. Macht es mir auf jeden Fall deutlich schwieriger, als wenn die Damen vom Brett kommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich gut ist. Also so richtig gut. Könnte es mit diesem Zug natürlich probieren, was dann Dame H3 droht. Kann sie Dame H3, also Dame H3 ist noch kein Matt, aber es droht halt die Damen zu tauschen. Sobald die Damen vom Brett sind, wobei der F3 dann natürlich sehr schwach wird. Ach so, Moment, das droht ja gar nicht. Sie kann ja dann immer hier schlagen. Dame G6, Dame F3 geht es leider nicht weiter.
Wobei, wenn ich erst hier schlage, dann hätte ich das Feld B8. Aber dann hängt der A7, also ich müsste so. Kann sie auf D5 schlagen. Das hilft mir aber sowieso nicht, das Feld B1. Nicht B8, B1. G3. Der ist vielleicht gar nicht doof. Danke, Peter. Oh, Dame C7. Ich sehe gar nichts selbst. Oh Mann. Dame C7 ist auch nicht so schlecht. Ist ein Doppelangriff. Aber es gewinnt jetzt noch keine Figur. Aber ist nicht so schlecht. Wenn dieses Endspiel. Wobei sie hat dann Turm F3, aber das sollte ich trotzdem gewinnen. Selbst wenn ich den F-Bauern verliere. Dieser Springer und die ganzen schwachen weißen Bauern. Das sollte reichen. Auch vor allem, weil der A-Bauer direkt fällt. Das ist nicht das Problem. Emanuel Akimovat, vielen Dank fürs zombie-mäßige Dame F3 könnte ein Problem sein. Schlägt, schlägt. Sehe ich nicht so recht, wie es dann weitergeht. Moment, was ist eigentlich mit Springer C7? Kommt Läufer schlägt B6 wahrscheinlich. Springer C7. Muss der einzige Zug. Läufer schlägt B6. Bringt mich das irgendwie weiter? Nimmt, nimmt. Vielleicht so. Und dann ist der D-Bauer weg. Aber ist er nicht. Was können wir noch machen? Vielleicht sowas? Der hängt. Da habe ich keine Tricks. Vielleicht sowas. So vielleicht. Kommt Turm C5. Springer F4. Geht leider nicht. Ah, Belavo. I like your thinking. Primetime Content. Ja, weiß ich nicht. Natürlich ist die Grundreihe jetzt ein Thema. Aber es ist nicht so richtig zwingend. Turm C8. Sie könnte auch H3 oder sowas spielen. Mein Turm gefällt mir eigentlich schon ganz gut auf D8. Von der Festigkeit der Stellung her. Ich habe sogar sowas schon überlegt, aber das wäre eher im Endspiel eine Idee. Kann doch nicht so schwer sein. Stellung ist gut. AG3, ne, habe ich komplett unterschätzt. So ein typischer Computerzug. Wird man als Mensch nicht machen. Sieht viel zu gefährlich aus. Aber wer kann, der kann. Das geht auch nicht, ne? Das ist Quatsch. Ja, wir haben das schon geprüft. Dann kommt Turm C5. Gut, es geht natürlich weiter, aber Fortschritte haben wir jetzt auch nicht gemacht. Dann wird mein Springer vielleicht doch ein bisschen wackelig. Ich sehe keine überzeugende Fortsetzung. Also gegen Menschen kann man hier natürlich alles spielen, aber der Computer macht halt keine taktischen Fehler. So. Dann Richtung C6, wenn man es schafft. Aber schafft man das? Dame E4 oder Dame C3 sogar? Dame E4, dann hätte ich Dame C7. Und dann geht Turm C5 nicht wegen Grundreihenmatt. Okay.
Und damit C3. A2 will ich natürlich nicht nehmen. Der bringt nicht so recht weiter. Ich sehe dann zumindest nichts. Der Turm. Vielleicht Dame B7. Oh Mann! Diese Stellung sieht viel besser aus, als sie in Wirklichkeit ist. Wie unfair ist das denn? Was will sie denn? Also, sie will eigentlich auch nicht so richtig viel. Sie kann nicht so richtig viel machen. Was denn mit H5, H4 vielleicht mal ihren König ein bisschen? Okay, das bringt auch nicht so richtig viel. Okay. Wenn man nicht weiter weiß mit einem eigenen Zug, dann fragt man sich, was will mein Gegner eigentlich machen? Oder meine Gegnerin? Und ich weiß es nicht, was sie macht. Vielleicht Dame E4. Vielleicht Dame C4 oder Dame B3. Irgendwie so ein Damenzug, der die Dame ein bisschen verbessert. Okay, jetzt sind wir doch ein bisschen weitergekommen schon. So. Das gibt Chaos. Chaos kann ich echt nicht gebrauchen. Was hat man nochmal nach Dame C7? Was haben wir da gesagt? Schon wieder vergessen. Oh, da kommt auch Turm C5 übrigens in Frage. Uch. Haben wir das gesagt? Aber wenn das käme. Nee, das ist ja Quatsch. Dann stünde ich hier gut. Was haben wir nochmal nach Dame C7 gesagt? Ja, ist auch wurscht, weil Turm C5 ist gut. Aber was haben wir da nochmal gesagt? Achso, Dame F3, genau. Dann Läufer A5, Turm D5. Ja, das gefällt mir nicht. Oh Mann. Ja, Springer F4, das geht alles nicht. Keine Sorge, das wird die Engine schon nicht einstellen. Man könnte natürlich Dame H5 mit der Idee Springer D4 spielen und dann gäbe es hier möglicherweise ein bisschen was zu holen, aber so richtig viel dann am Ende auch nicht. Weil die Dame nach F1 dazwischen geht. Davon abgesehen wäre Schwarz, wäre Weiß auch mal zwischendurch dran. Ich könnte natürlich den spielen. Nee, ist auch nix. Oh Mann, das langsam nervt. Zack, zack. Jetzt drehe ich mich im Kreis natürlich mit meinen Varianten. Zack, zack. Was haben wir gesagt? Springer E6, D5. Hatten wir nicht sowas? G5. Ich glaube nicht dran. Oh Mann. Schwierig. Ja, Belabo, das ist keine schlechte Idee, aber dann spielt Weiß, sagen wir mal, H3. Das hat nicht so richtig weitergeholfen. Außerdem. Ja. Dann verliere ich an Festigkeit im Zentrum. Ich muss natürlich auch schauen, dass ich selber noch solide stehe. Nicht nur, dass ich hier irgendwie angreifen kann, sondern dass ich auch nichts zulasse. Ja, G5, G4, das habe ich auch schon überlegt. Was macht den König halt? Sehr, sehr anfällig. Zum Beispiel G5, Dame E4. Springer C7, Läufer B6. Ja, wir hatten jetzt schon ziemlich alles. Jupp. Dame B3 liegt auch mal in der Luft. Ja, Belavo, du gehst hier zu sehr in Angriff. Das kann sich ganz schnell rächen. Der schwarze König ist auch schwach. Dame H5 droht da noch nicht mal was. Ja, aber er nimmt Pluto. Er nimmt. So, ich muss jetzt mal einen Zug machen, damit Beth nicht einschläft. Ich sehe auch keine Züge, die meine Stellung ein bisschen verbessern. Ein bisschen reicht ja schon. Ah, nee, ist klar. Geht fast, aber geht nicht. Mir könnte auch das überlegen, wenn ich schon bei solchen fantastischen Varianten bin. Moment. Könnte sogar halbwegs gehen.
Problem ist aber auch, sie schlägt hier. Caballo Blanc. Vielen Dank fürs zombie-mäßige Hinterherlaufen. Schach, der. Da steht mir Springer blöd. Aber ich habe hier einen Schach. König G4. Ugh. Muy complicado, Caballo. Aber das sieht schon echt verlockend aus, weil ich sehe hier keine Verteidigung. Ah, Moment. Sie kann den einfach schlagen. Nee, dann habe ich hier einen Zwischenschach. Ich dachte, Grundreihenproblem. Aber ich habe einen Zwischenschach. Zack, zack, zack. Achso, sie schlägt hier. Schach. Ist auf jeden Fall nicht ungefährlich. Aber es geht alles noch. Nee, das geht leider nicht für mich. Oh Mann. Schukma TV. Einfach H6. Ja, vielleicht. Aber was mache ich dann nach Dame E4 oder sowas? Ja. Vielleicht habe ich dann die eine oder andere zusätzliche Idee. Ja, H6 ist gar nicht so doof. H6 oder H5. H5 ist natürlich ein bisschen wackelig dann später. Ja, diese Variante, da funktioniert H6 tatsächlich ganz gut. Sie hat halt noch Turm D6. Dann kann ich im Springer nach G5 hüpfen. Schau mal, auf deine Verantwortung. H4, okay. Alexander Medrake. Ja. Turm C8 hatten wir H4 zum H3 zum Beispiel, oder? Sie spielt jetzt H4, ich hätte H3. Er vermutet. Ja, also es droht schon matt, aber Weiß ist natürlich dagegen nicht machtlos. Ja, Springer F4. Dame A2. Hm. Springer F4 war auch Dame schlägt F3 ein Problem. Aber okay, ihr habt auf jeden Fall kreative Ideen. Dame D7. Ich fange an, Dame D7 zu mögen. Das ist nicht so schlecht, Sledge. Okay, Sledge und Thompson Toby können nicht beide irren. Der gefällt mir, der Zug. Dame H3 ist auch in der Stellung drin. Läufer D4. Na gut, Läufer D4 nicht, aber... Ich könnte auch mit Springer sogar überlegen zu schlagen. Ja, H6 ist schon ein nützlicher Zug. Springer schlägt, kommt D5? Nee. Nee, das geht ja nicht. Der Bauer schlägt, sieht schon richtig aus. Springer schlägt, gibt meiner Stellung weniger Halt. Vielleicht kommt dann irgendein lästiges Schach. Und dann E6 hinterher. Ist auch nicht so schlecht. Hängt halt ihr Bauer direkt. Trotzdem fühlt sich der hier irgendwie richtiger an. Ah, sie ist schon am Kämpfen. Können auch König H8 spielen, aus diesen ganzen Schachs mal rausgehen. Sie kann ja nicht viel machen, ne? Vielleicht Turm B3 als nächstes. Will sie machen. Der steht wie eine 1. Ja, Springer F4 geht nicht, Leute. Doch, warte mal. Was habe ich da gesehen?
Stimmt, Dame F1 auch noch. Aber nee, dann nehme ich auf H4. Dame H3, Dame F2 oder König G1. So, vielleicht. König H8 sieht halt auch gut aus. Wir müssen nicht direkt durchdrehen. Diese ganzen Ideen bleiben ja in der Stellung drin. Ich weiß nicht, was sie spielen will, außer Turm B3 vielleicht. Gut, zur Not könnten wir dann Turm F8 machen. Hätten immer noch einen guten Grip auf die Stellung. Dame E4. Ja, also Turm B3 will sie als nächstes. Wird sie wahrscheinlich als nächstes spielen, wenn sie darf. Das ist interessant. Gut, sie muss, glaube ich, schlagen. Dame G4. Kann einen Schach auf C4 geben, aber am Ende muss die Dame hier hin. Wir greifen uns ein paar Bauern ab. Noch mit Dame F4 sogar beginnen. Das sieht echt gut aus. Springer F4, meint ihr echt? Dann können wir den YouTube-Clip noch irgendwie sensationell betiteln. Großmeister gewinnt gegen Beth Harmon mit spektakulärem Springeropfer. Könnte gehen. Thompson, hast du eine Engine mitlaufen? Das ist Cheaten. Und dann fällt auch D4, ja. Das ist meine Idee auch, dass wir so viele Bauern bekommen. Vor allem, ihr König ist so schwach und sie kann das nicht langfristig reparieren. Okay, prüfen wir es noch ein letztes Mal. Moment. Sie kann hier schlagen. Achso, der Turm hängt ja. Okay. Augen zu und durch. So spielen wir Schach. Nein, wir checken alles nochmal. Ein zweites und ein drittes Mal. Es geht hier wirklich um viel. Geht um Ruhm, Ehre. Aber ich meine, in der Partie geht es jetzt um viel. Ist jetzt eine wichtige Situation. Schach. Ja, das sieht so gut aus. Ja, das ist gewonnen. Sie kann irgendwo vielleicht einen Schach noch geben. Und dann E6 oder so, das ist auch alles nix. Irgendwo E6 einstreuen? Nö. Augen zu und durch. Ein Schach. Sofort Dame F1. Okay, so schlimm war es schon. Ja, auch dieses Schach ist ja dann Quatsch. Also muss sie sofort dahin gehen. Okay, aber jetzt stehen wir einfach so fett. Wir können die Dame auch noch aussperren. Oh, meine Schwester ruft an. Soll ich mal rangehen? Oh, die ist leider manchmal nicht für die Öffentlichkeit prädestiniert, meine Schwester. Soll ich da rangehen? Schon vorbei. Schon vorbei. Schon aufgelegt. Emma, ich muss arbeiten. Meine Schwester heißt Emma. Kann man googeln. Ist promovierte Biologin. Wir wollten eigentlich heute quatschen, aber ich bin so viel beschäftigt. Ja, Dame G4 droht jetzt nicht so besonders viel. Ich würde schon gerne den Bauern nehmen. Warum kann ich nicht einfach den Bauern nehmen, Leute? Hallo? Ich kann doch einfach den Bauern nehmen. Das deckt sogar B6 und sie kann nach wie vor nicht auf F4 schlagen, wenn ich den schlage und dann ist ihr König so nackelig, das wird er nicht überleben. Oder? Nee. Oder? Ich glaube nicht. Das wird er nicht überleben. Ich kann hier schlagen und sobald der Bauer fällt, geht's bergab. Beth ist fällig. Ja, sie wehrt sich mit Händen und Füßen, aber es reicht nicht. Guck mal, wir können jetzt hier eine dicke Krake reinpflanzen. Und dann hängt F2 und E5 und überhaupt und F3 ist gedeckt und oh, Beth wird dominiert. Großmeister dominiert. Ausnahmetalent mit 2-7. Weibliches Ausnahmetalent. Springer D3. Auch Springer E2. Die Stellung ist einfach gut. Ich kann auch hier schlagen. Sie müsste hier schlagen. Ja, E6 vielleicht. E6. Gut, dann nehme ich auf F2 mit dem Springer zum Beispiel. Das muss aus sein. Das muss sein.
Aus. E6 tatsächlich. Ja, genau, die Schwester, die gibt's noch. Das ist ein Vorteil, dass man sie nicht nach Ägypten verkauft. Dass sie dann noch existiert und einen anrufen kann. Das ist halt der Vorteil. Ich kann dir mal sagen, dass sie zugucken soll. Sie weiß gar nicht, dass ich streame. Wir reden nicht ganz so häufig. Okay, also inzwischen würde ich mir auch das Endspiel jederzeit hier zutrauen, aber ich glaube, wir müssen noch gar nicht die Damen tauschen. Vergleicht mal diese beiden Damen. Zack, zack, Schach. Ja, E6 ist noch der einzige Störenfried, den sie noch hat. Droht jetzt E7. Mal den Damentausch prüfen. Bleiben wenige Bauern übrig. Ja, aber sollte reichen. Ja, das sollte reichen. Dann hole ich mir den E6, ohne dass sie den B6 bekommt. Selbst wenn sie den W6 bekommt, das sollte gewonnen sein. Ja, wir machen sie jetzt technisch. Großmeister gewinnt erst mit spektakulärem Springeropfer und dann technisch. Das wird die Schlagzeile morgen in der Zeitung. Der ist auch nicht so schlecht, aber ist für mich als Mensch ein bisschen schwieriger mit Damen auf dem Brett. Das ist, ja, wobei, ist vielleicht sogar einfacher. Ich lasse euch entscheiden. Wir schlagen jetzt auf F2, Damentausch oder nicht. Sledgy sagt Damentausch. Bam, bam, aber das sieht auch so gut aus. Zack. Egal wohin, König H3, Springer F6. Der Bauer ist dem Tode geweiht, Dame G4 droht, ihr König ist immer noch so schwach. Und die Damen kriegen wir dann immer noch getauscht. Wie habe ich es gesagt? Zack, zack, zack. König H1 kann es ja auch nicht sein. Springer F6 auch zur Not. Ich glaube, das ist sogar besser ohne Damentausch. Machen wir es mal nicht. Ja, Springer E5, sicher. Aber also die Stellung ist jetzt natürlich dick gewonnen. Ich versuche es einfach safe zu machen. Wir spielen ja nach wie vor gegen Computer. Zum Beispiel hier hätte ich vielleicht fast was übersehen. Ja, wir nehmen. Okay, wir tauschen doch die Damen. Wir tauschen die Damen, dann kann nichts passieren. Dann zeige ich hoffentlich gute Technik. Und dann sollte das passen. Also sie muss jetzt den F3 nehmen, den B6. Und dann, wenn der überlebt, irgendwie so, zack, zack. Das kann sie sich nicht leisten. Gehen jetzt schön in das Schach und hüpfen nach F6. Es droht hier auch E7, ne? Deswegen hüpfen wir schnell nach F6. Und jetzt habe ich nicht gesehen, wie sie den Bauern zum Beispiel kriegt. Turm B3, Turm D6 war meine Idee. E7, Turm. Ja, ist egal, König G8, das droht ja nichts. Oder Turm E6. Oder wenn sie jetzt Turm E3 dann spielt, ja, dann kommt zum Beispiel König G8, E7 und Springer E8. Ich kann jetzt auch mit dem König ranlaufen. Der ist weg, ne? Der ist weg. Okay, der Rest ist nicht so schwer. H5 könnte sich mal lohnen, da festzulegen. Ist auch egal. Passt schon. Beth, du bist fällig und du weißt es. Von mir aus kannst du auch die Bauern da tauschen. Das ist mir wurscht. Das kriegen wir dann schon hin. Und der Springer ist auf einem Flügel schon sehr, sehr stark. Okay, kann ich irgendwie den Damentausch, den Bauerntausch vermeiden? Dann wäre natürlich die Gewinnführung ein bisschen einfacher, aber ich sehe es nicht und ich will es auch nicht komplizierter machen, als es sein muss. A5 schlagen wir einfach. Okay, jetzt glaube ich, spielen wir gleich mal H5, legen die Bauern da fest, damit sie da auch nicht auf die Idee kommt, noch irgendwas abzutauschen. Und jetzt laufen wir mit dem König nach G6. Also, ich hätte den Schach geben können, aber ich laufe dann hier halt rum. König nach G6 ist wahrscheinlich keine schlechte Maßnahme. Also safe.
Dame in Schach. Könnten jetzt die Türme tauschen, wenn ich das richtig sehe, ne? Achso, sie kann hier hingehen. Auch dann Springer C3, Turm B6, König H7 und ich bekomme den G3. Zack, 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 zack. Zum Beispiel. Okay, jetzt muss ich hier sowas Blödes rechnen, aber okay, wir geben erstmal das Schach König E4, Springer C3 und König E5. Zur Not können wir dann jederzeit zurück. Ja, okay, sie geht. Ja, sie geht in diese Variante. Das ist natürlich dann trivial geworden. Das kann ich auch mit lauter Pre-Moves. Mache ich aber nicht. Das ist jetzt. Das kriegen wir hin. Gehen wir mal den Bauern erstmal. Wie macht man sowas nochmal? Schach? Vielleicht? Springer H1? Wenn das schief läuft. Es geht schon. Springer H1? Ist Springer H1 cool? Springer H1 ist schon ziemlich cool, oder? Springer H1, König F3. Der. Ja, mach mal Springer H1. Das wäre jetzt peinlich, wenn ich deswegen die Partie nicht gewinne. Oh, vielleicht muss ich jetzt hier mit dem Bauernendspiel rechnen. Zack. Müsste ein gewonnenes Bauernendspiel sein, oder? Noch ein bisschen was für die Fans, ein bisschen Show. Der arme Springer, ja. Der muss dienen für den Rest der Truppe. Ja, also ich glaube, das ist gewonnen, ne? König F5, König F3, wahrscheinlich Remis, aber König E5 ist gewonnen. Zack, 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 zack. Ja. Ist gewonnen, oder? Ist gewonnen, ist gewonnen. Come on, ich bin Großmeister, ich sollte das wissen. Wir haben sie. Verlieren können wir das schon mal nicht. Alles Pre-Moves. Jetzt kein Patt setzen. Das wäre peinlich. Gerade noch so hinbekommen. Gibt die eigentlich auch mal auf? Großmeister gewinnt durch Unterverwandlung. Ist das Ding. Es hat gerade mal 1,5 Stunden gedauert, weil wir am Anfang ja ein bisschen anderen Quatsch gemacht haben. Aber sie ist geschlagen. Beth ist geschlagen. An dieser Stelle schon mal sorry für die YouTube-Zuschauer, die sich natürlich diesen Ausschnitt als einzelnes Video werden geben müssen. Das wird ein längeres Video geworden sein. Aber es lohnt sich ja, weil Beth ist geschlagen. Wir haben sie. Wir haben sie im Sack. Bam. Hollywood kann anrufen. Ich übernehme die nächste Hauptrolle in der zweiten Staffel. Eins im Chat, wenn ihr dafür seid.